willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's eine Kapitel-Review, Manga-Review, nennt es wie ihr es wollt, nämlich von Burn the Witch, den One-Shot von Tite Kubo, dem Zeichner von Bleach. Das Ganze spielte nicht in Japan, sondern in London und wir lernen auch schon schnell unseren ersten Hauptcharakter kennen, nämlich Noelle. Sie scheint Japanerin zu sein und wird von einem Mitschüler verfolgt, nämlich dem Virgo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man diesen Namen jetzt ausspricht. Einige nennen ihn Baigo, andere Waijo. Wir bleiben jetzt bei Virgo. Und dieser will unbedingt Noelles Höschen sehen. Ja, da schreit er auch munter rum und bekommt dann von ihr einen Tritt in die Fresse. Als er es dann nochmal versucht, sie greift ihn nochmal an. Da weicht er allerdings aus und beschwert sich, dass, wenn es nicht er gewesen wäre, sie damit hätte jemanden töten können. Sie sagt jedoch nur, er soll sich halt nicht so anstellen und wenn er in der Lage ist auszuweichen, dann kann das auch ein alter Mann. Und verschwindet in einer Telefonzelle. Sie geht rein, steckt eine Münze rein und fährt dann runter. Sie kommt an einem großen Gebäude an, sieht so ein riesiges Gebäude halt, mit einem kaputten Tor, wo jedoch ein Bildschirm ist und wir auch unseren zweiten weiblichen Hauptcharakter treffen, mit dem Namen Nini. Ja, ein sehr komischer Name, ich weiß, aber sie heißt halt Nini und diese regt sich darüber auf, dass das Tor noch kaputt ist. Dann erfahren wir allerdings, dass sie vorher gesagt hatte, dass der Bildschirm als erstes aufgestellt worden werden soll und man natürlich nicht beides machen kann. Also sie ist eigentlich mit allem wäre sie einfach unzufrieden gewesen. Schnell erfahren wir, dass die beiden Mädchen zu der sogenannten Piper-Division gehören. Das sind Naturschutzbeauftragte, die sich um Drachen kümmern, denn Drachen sind sowohl eine Gefahr als auch eine Nutzquelle. Viele Drachen werden wie Nutztiere benutzt, für Fleisch, Medizin, Elektrizität, Bergbau etc. Es gibt aber auch Drachen, die sind böse und greifen die Leute an. Wir bekommen auch eine kleine Rückblende, dass vor vielen Jahren 72% der Todesfälle in London durch Drachen ausgelöst worden sind. Und somit dieses Hauptquartier hat mehrere Abteilungen, einmal auch die Saber-Division, die dafür verantwortlich ist, böse Drachen zu töten, und halt die Piper-Division, die sich halt um gute und nette Drachen kümmern soll. Das Ganze ist in Reverse London angesiedelt, quasi der Untergrund von London, damit die normale Bevölkerung nicht mitbekommt. Denn wenn ein Mensch in den Kontakt mit einem Drachen kommt, dann ist das nicht sehr gut und darauf stehen 100 Jahre Gefängnis oder sogar die Todesstrafe. Unsere beiden Mädchen bekommen dann jedenfalls auch einen Auftrag. Sie sollen irgendwelche komischen Bären pflücken gehen. Und während Noelle damit kein Problem hat, da sie mit ihrem einfachen Leben zufrieden ist, gefällt es Nini nicht so, denn sie würde halt lieber in die Saber-Division aufsteigen und London beschützen und Drachen töten. Gut, wir wechseln zurück zu Virgo, der unterhält sich mit seinem Freund Selby und seinem Hund, dem Sushi, halt darüber, dass er unbedingt Noelles Höschen sehen will und dass Noelle plötzlich in einer komischen Telefonbox verschwunden ist. Selby kauft ihm das allerdings nicht so ganz ab und sagt, er soll sogar dann lieber über Höschen reden. Zurück bei unseren beiden Mädchen, die sind mittlerweile an ihrem Ziel angekommen und pflücken da nun diese Beeren, bis sie plötzlich von ihrem Chef einen Anruf bekommen, der sagt, dass ein Drache London angreift. Denn mittlerweile sind der Virgo und der Selby zur Telefonzelle gegangen. Selby ist halt widerwillig mitgekommen. Und plötzlich ist aus Sushi ein Drache rausgekommen, der die beiden nun angreift. Noelle ist anfangs gar nicht interessiert, überhaupt gegen Drachen zu kämpfen. Jedoch sagt, nee, das machen wir natürlich, weil sie sich erhofft, dadurch in die Saber-Division aufzusteigen. Unsere zwei Mädchen kommen dann auch an und der Drache schreit, dass er Noelles Höschen sehen will, denn Drachen nehmen Emotionen von Menschen oder Leuten, mit denen die Menschen zu tun hatten, wie in diesem Fall halt Sushi, dem Hund an. Und Sushi wird wohl schon oft genug mitbekommen haben, wie das wäre gesagt, er will Noelles Höschen sehen. Allerdings ist dieser Drache dann gar nicht mal so wichtig, der greift da so ein bisschen an. Virgo und Selby wollen verschwinden,
Dann jedoch kommt auch aus Selby ein Drache, auch er war ein Drache, der nun tatsächlich die beiden Mädchen angreift und auch seinen ehemaligen Freund Virgo beißt. Dieser denkt auch, dass Sushi noch am Leben ist, obwohl Sushi schon ziemlich tot aussieht, nachdem der Drache rausgekommen ist. Und kann es auch gar nicht glauben, dass sein bester Freund Selby jetzt zu einem Drachen geworden ist. Der Drache will nämlich, beziehungsweise Selby, der zum Drachen geworden ist, will nämlich eine Hexe fressen und Unsterblichkeit erreichen. Natürlich wollen die beiden Mädchen nicht gefressen werden von ihm. Weshalb sie versuchen, gegen den Drachen zu kämpfen, jedoch, ja, Gunini wird der Arm fast abgebissen, so sieht es zumindest aus. Und Virgo stellt sich dann davor. Natürlich fragt der Drache dann, ja, warum machst du das? Du weißt doch, dass ich nicht mehr Selby bin. Und wir erfahren, dass Selby nämlich vor 10 Jahren gestorben ist, als er Virgo gerettet hat. Und da sagt Virgo tatsächlich was sehr, sehr Interessantes, nämlich, dass dieser Drache, der sich als Selby getarnt hat, diese 10 Jahre, mehr Selby ist als der eigentliche Selby. Und das ist für ihn eigentlich keinen Unterschied macht. Das verwundert dann sogar den Drachen. Er entscheidet sich dann aber doch, Virgo zu töten. Wird dann jedoch, bevor er Virgo töten kann, von Noel vernichtet, indem sie mit so einer komischen Zauberstabpistole auf ihn schießt und der Drache tatsächlich auseinandergerissen wird. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Wir sehen am Ende noch, wie die beiden Mädchen zurück ins Hauptquartier kommen und dort hier ihr Chef schon ist. Jetzt allerdings mit einem Umhang der Saber-Division. Scheinbar wurde diese Abteilung erhoben, also in einen höheren Rang. Und wir erfahren auch noch, dass die Mädchen bekommen noch was anderes, denn Virgo, der jetzt von einem Drachen gebissen worden ist, bekommt nicht die Todesstrafe und auch nicht 100 Jahre, nein. Der steht jetzt unter dem Schutz der beiden Mädchen, nämlich als ein Werdrache. Ich denke, da wird sowas sein wie ein Werwolf. Und dass die zwei Mädchen jetzt auf ihn aufpassen müssen. Und auch Sushi ist scheinbar wieder am Leben. Der Drache ist wohl zurück in ihn gegangen. Keine Ahnung. Sushi sagt einfach nur, dass er Noels Höschen sehen will. Damit endet dieser One-Shot auch schon. Und ich muss sagen, leider, weil er war richtig geil. Die Zeichnungen waren gut. Die Story war gut. Die Action war gut. Der Humor war gut, es war allerdings auch durchaus recht ernsthaft, wirklich ein klasse One-Shot. Und natürlich das, ja, die größte Überraschung, die wir am Ende noch erfahren, nämlich auf der letzten Seite sehen wir dieses WB, wo man erst sagt, das steht für Wine Wingbind. Nein, es steht für West Branch und wir sehen auch, am Ende ist nämlich das Tor repariert. Es ist die Soul Society West Branch. Also die westliche Abteilung der Soul Society und am Ende mit dem schönen Satz, diese Welt ist noch nicht zu Ende. Und wenn wir uns jetzt sogar den Titel Burn the Witch genau anschauen, sehen wir, dass einige Zeichen bemalt sind, also in einer anderen Farbe gehalten sind. Und wenn wir diese zusammenziehen, kommt das Wort Bleach raus. Das heißt also, Burn the Witch ist wohl ein Spin-off zu Bleach. Es wird auch erwähnt, dass in Japan die Drachen halt getötet werden, einfach alle, die es da gibt. Ich denke mal, damit sind einfach die Hollows gemeint. Ich gehe auch davon aus, dass von Kontinent zu Kontinent die ganzen Wesen halt anders aussehen. Während in Japan halt wir diese Shinigamis haben, haben wir halt in London halt Hexen. Und ich denke mal, so sind auch die Hollows, beziehungsweise die Gegner anders. In London werden sie halt Drachen genannt und haben ja so, ja, wie Drachen sehen die allerdings auch nicht aus. Und in Japan oder vielleicht im asiatischen Bereich, da haben wir dann halt die Hollows. Wieder ein richtig geiles Kapitel. Ich hoffe sehr, dass Kubo da irgendwann weiter ansetzt, dass es Burn the Witch vielleicht irgendwann so richtig in Serie geht. Sollte das in Serie gehen, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass es dazu Kapitel-Reviews gibt. Ich bin begeistert von diesem One-Shot. Ich wollte schon deutlich früher dazu ein Video machen, kam aber durch verschiedene Gründe nicht dazu. Jetzt habe ich es noch nachgeholt, besser später als nie. Wie gesagt, Burn the Witch, auf jeden Fall richtig geil. Ich mache aber auch Kubos Artziel und Kubos Erzählart sehr, sehr gerne. Gut, Virgo sieht halt wirklich aus wie eine Kopie von Ichigo, aber das ist ehrlich gesagt nicht schlimm. Sehr, sehr interessant und ich hoffe wirklich sehr, dass das noch in Serie gehen wird. Aktuell wird allgemein viel mit Bleach gemacht. Mal schauen, in welcher Form eingerechnet, damit dass wir vielleicht so eine Bleach Next Generation bekommen, wie durch einige Bilder von einem Artbook, weil wir da Ichigos Sohn und Rukias Tochter
in älter gesehen haben. Wäre natürlich auch sehr interessant, wenn er sowas macht. Ich würde mich allerdings auch wirklich sehr über eine Fortsetzung von Burn the Witch freuen, denn es wirkt dann wirklich wie so eine Art Prolog-Kapitel für eine wirklich lange und gute Geschichte. Wie gesagt, war einfach alles verdreht und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dies zu lesen. Wie gesagt, von daher würde ich mir sehr wünschen, wenn das ein neuer, schöner Manga von Kubo wird. Ja, wie gesagt, wenn ihr Burn the Witch schon gelesen habt, dann schreibt doch mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ihr euch gerne davon auch eine Serie wünschen würdet. Und dann würde ich mal sagen, mehr wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.